Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir haben ein neues Event, NHL 2030. Die Zukunft des Eishockeys, NHL 2030, schließt die Meisterspielherausforderung für jeden Spieler ab, um sein 95 Gesamtstartobjekt zu erhalten und stellt damit in Sets Meisterobjekte mit 92 Gesamt her. Schließt die NHL 2030 Herausforderung im Elite-Schwierigkeitsgrad ab, um 6 NHL 2030 Sammelobjekte für exklusive Belohnungen zu erhalten. So sieht es nämlich aus. Joa. Das sind die Meisterobjekte. Olofsson, Myers, Anunen, Hughes, Kubalik und Adam Fox. Ich hätte gerne den Torhüter, aber die 93er-Version davon. Dann haben wir hier noch weitere, und zwar Quinn Hughes, Samsonov, Yamamoto, Nikas, Thomas, Dobson, Montembeau, Sandin, Hayden, Wright, Sam Steele und Tobias Bjørnfot. Ja. Passen alle nicht ins Team, sind alle zu schwach. Dasselbe gilt für die hier, die sich plus 2 holen können. Complete Elite Challenges for Exclusive Access to these Items and Sets. Ja, ja, sind jetzt auch nicht Bombenkarten. Dafür gibt es hier Bombenkarten heute. Conn McDavid 92, 3 Seitel 93. Huiuiuiui. Gut, 3 Seitel haben wir selber schon. Team of the Week, Braden Point, Matthew Barzal, Chris Letang, Morgan Riley. Gegen die spielen wir morgen. Bin gespannt, wie das wird, ob das ähnlich eng wird wie letzte Woche. Ja, Icons, Modano könnten wir updaten. Mahovlic, Björn, Borje, Salming. Da warten wir immer noch auf unsere. Das dauert noch ein bisschen, bis die alle kommen. Coffee wäre der Erste. Genau. So. Dann gehen wir mal auf gute Herausforderungen. Da gibt es nämlich auch was. Das sind nämlich genau diese erklärten Herausforderungen, die es hier gibt. Herausforderungsbelohnung 75. Gesamtstarterobjekt. Genau, je nachdem, gegen wen er halt spielt, gibt es auch dementsprechend den Spieler dazu. Was genau, das jetzt 1-Minuten-Dinger? Ja, ja, 1 Minute. Wie viel? 10 Tore, 1 Minute im Angriff, 11 Checks, gewinnt das Spiel. Okay. Und dann haben wir hier noch monatliche Sammelobjekt, Mini-Pack, Mini-Pack, Premium-Pack, 6x NHL 2030 Sammelobjekte. Am Ende gegen Colorado, wenn ihr das Ganze schafft. Genau. Zu den Sets kommen wir gleich, die schauen wir uns gleich an. Und dann können wir darüber auch reden. Pass auf, Sets NHL 2030. Dann haben wir hier eben die ganz normale Gold-Eintauschspieler. Zufälliges NHL 2030 Joy-Set, 15. Januar Spieleobjekte. Gegen 5 Goldobjekte, oder? Ja, boah, nee, echt nicht. Wir haben ja für 5 Goldobjekte 85 raus. Nee, danke. 92 Meister Gesamt, 15 Goldobjekte. Ich weiß gar nicht, wie viele Goldobjekte wir aktuell haben, glaube ich 8 oder so. Genau, 8 untauschbare, die behalten wir aber nochmal. 92 Gesamt Jack Hughes Meisterobjekt. Da braucht er dann eben den untauschbar, den 75er Jack Hughes dazu. Da ich aber auf die Untauschbaren nicht gehe, sind mir die relativ egal. Hier haben wir da hinten dann die 93er-Varianten noch drin, die natürlich auch untauschbar sind. Elite-Belohnung, tausche zu NHL zum Sammelobjekte gegen 1 von 6 10 Tage Leihspielobjekten. Oh, wow. Elite-Belohnung, tausche Sammel gegen ein Heldensammelobjekt. Okay. Also könnt ihr praktisch 2 Heldensammelobjekte rausholen am Ende. Das ist ganz cool. 88 Gesamt Elite-Belohnung. Die, die ich brauche, sind nicht schlecht. 2 für die 86. Und dann gibt es eben hier die 93er-Version. 92 ein Sammelobjekt plus die hier. Was dann ganz chillig ist, aber wie gesagt, ich will den verkaufbar haben. Das ist das Problem. Genau, deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Wir haben 421.000 Münzen bereits auf dem Konto. Das ist gar nicht so schlecht. Haben noch ein Pack offen. Ihr seht schon im Objekteingang, ich habe das Pack heute Nacht schon aufgemacht. Aber es ist einfach ein Witz, dieses Pack. 14 Objekte, darunter ein Gold-Sammelobjekt. Alles so wie normal, wie es normal auch ist. Und ein garantiertes Spielobjekt mit 83 plus. Das heißt, wir kriegen nicht mal Eventspieler raus hier. Und da muss ich schon sagen, das ist schwach. Das ist schwach. Aber gut. Es ist, wie es ist. So, Jumbo Elite Pack, das machen wir noch auf. Wie gesagt, dann komme ich auf unsere 2500, die wir sonst auch immer haben, die wir ausgeben. Vielleicht haben wir da ja Glück. Nein, haben wir nicht. Trikots können wir alle verkaufen. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir jetzt da Glück gehabt hätten.
hätten sogar Gaudreau Team of the Week ziehen können. Tun wir aber nicht. Somit ist das Set durch. Und somit kommen wir zu unseren eigenen Sets. Angefangen beim Objekteingang. Wie ihr eben seht, unnötig. Ein Stadion, haben wir hier das Gold Collectible und unser stärkster Spieler ist ganz hinten. Alexander Barkov. Ja, wow. Bringt uns richtig viel. Nicht. Das muss ich einfach sagen, das war echt traurig. Das war wirklich traurig. Aber ja, können nichts ändern. Wir springen rüber zu unseren ungeöffneten Packs. Da haben wir nicht einiges offen. Musste nur zwischenzeitlich mal ein 4-Goldspieler-Pack aufmachen. Genau, fangen wir mit den 2 Goldspieler-Packs an. Komm. Meistens sowieso kaum was drin. Wie ich gerade gesagt habe. Meistens sowieso kaum was. Nächstes 2 Goldspieler-Pack. Niente. Niente. Ich krieg es mal ganz schwer, da auch was rauszuziehen. Aber trotzdem. Spielerpack. Okay. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Dass wir irgendwie vielleicht doch jemanden kriegen, den wir für die Mannschaft gebrauchen können. Team of the Week Objekt ist okay. Aber trotzdem nicht Bombe. Genau, jetzt machen wir mit den 3 Premium Packs weiter. Und dann die Megapacks und dann die einzelnen Spielerpacks. Ein Satz mit X. Aber das Zeug können wir zumindest verkaufen. Nicht tauschbares Premium Pack. Jason La Barbera, ansonsten ist da nicht viel drin. Landon Ferraro, schon bei den Eisbären Berlin. Nein, später, das ist ein Spielerpack, das kommt gleich. Carl Torres. Alles was für Sets, alles was untauschbar ist, ist für irgendwelche Sets gut. Wollte sagen, Spielerpack, Megapack und dann die großen Spielerpacks. Nichts. Einfach fucking nichts. So, Megapack nicht tauschbar. Schau dir das an. 500 Münzen. Das ist aber auch alles. Alter, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Da müssen wir herbeschlucken, glaube ich. 1000 Münzen. Kanada-Objekt, nice. So, jetzt haben wir noch ein tauschbares Megapack. Vielleicht ist da ja was drin. Einfach nein, Moritz Seider. Scheiß geiles Trikot, by the way. Aber da ist auch nichts drin. Ja, da müssen wir jetzt hoffen, dass wir irgendwo dann doch noch was rauskriegen aus diesen Premium-Spieler-Packs. 3 nicht tauschbar, 3 tauschbar. Okay. Let's go. Fangen wir mit den nicht tauschbaren an. Direkt an die Sammlung. Ich hoffe halt, dass ein Torhüter 93er nachher so weit runtergesetzt ist vom Preis, dass wir ihn uns einfach so leisten können. General Smith. Das höchste der Gefühle ist ein 84er Flurry.
81 Ekman Larsen, 82 Stepan. Wird nicht besser. Riley Smith, Shea Theodore, Kevin Hayes. Zumindest vier Leute über 80. Aber trotzdem nicht gut genug. Werden einfach wieder ganz normale Gold Collectibles draus gemacht. Auch nichts. Da hinten ist was Weißes. Das könnte was sein. Morgan Riley. Na also, geht doch. Mit dem letzten Pack haben sie es noch ein bisschen gerettet. Fangen wir mal 15.000 ein. Sofortkauf machen wir mal 60.000. Und auf dem Transfermarkt. Jawohl. Alles an meine Sammlung senden. Am Ende ganz okay. Aber jetzt kümmern wir uns mal kurz im Auktionshaus um einen neuen Torhüter. Einerseits müssen wir gleich mal schauen, was Carey Price wert ist. Schauen wir mal als erstes, 89 bis 90. Carey Price ist noch 100.000 wert. Ja, definitiv 120 ungefähr, ein bisschen weniger ab 100 aufwärts. So, und jetzt gehen wir aber auf die 93, 94. Das ist natürlich schlecht. Nicht auf normalem Weg erhältlich, das ist natürlich bitter. Ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ändert. Das Problem ist, dass die 92er Variante tatsächlich nicht besser ist als Brodeur. Das heißt, wir brauchen die 93er Variante. Ist die Frage, ob die 93er Variante nur untauschbar erhältlich ist. Was bitter wäre. Wasilewski ist unkäuflich. Das ist natürlich ärgerlich. Kann man die andere Variante nicht und Riley schon verkauft haben, unter dem Wert verkauft? Shit. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Weil es ja natürlich schon immens ärgerlich, wenn wir jetzt hier den umtauschen müssten in den Untauschbaren. Das ist natürlich eklig. Gibst 400.000 aus und hast dann nachher einen untauschbaren Spieler. Da kann Price so lange noch im Tor bleiben. So. Europäisches Eishockey 5 vs. 5. 3 Drittel, 2 Minuten. 5 gegen 5 Einzelreihe, 5 Spieler pro Reihe. Verwende diese Rush zum 2 Minuten Dritteln. Spiele eine eigene Aufstellung, jede Menge Platz für coole Tricks und Hammerschüsse. Das ist die gesamte Mannschaft, da bin ich nämlich raus. Nein, es ist nur eine Reihe. Dann 3 Seitel hier. Laine tauschen mit Gretzky. Und Sedin tauschen mit Lemieux. Tauschen mit Josi. Und das Ding ist, er wird halt noch mehr Sinn machen, wenn wir jemanden. Ich kann auch irgendjemand anders hinten aufstellen, gell? Er wird sogar noch mehr Sinn machen, wenn wir jemanden hinten reinstellen, in die Verteidigung verbessern auf einer Seite. Zum Beispiel Ekholm weg und dafür, keine Ahnung, Fox holen oder so. Aber. Müssen wir dann schauen, wie wir es machen. So, da hätten wir die erfüllt. Bestätigen, auf geht's. Oh shit. Ah ne, passt sogar. Genau. Gegen CPU spielen Superstar. 3 Drittel, 2 Minuten. Ist eigentlich mal relativ schnell rum. Hm.
muss nachher extra mal nachschauen, ob man den wirklich nur kriegen kann, wenn man das Set macht. Den Torhüter, den Anunen, das wäre echt, das wäre wirklich bitter. So, Duchesne gegen Gretzky. Immer wieder gigantisch, wenn Duchesne Face-Off gewinnt. So. Drei Seiten. Oh, durch die Beine. Schön. Lemieux kommt nicht zum Abschluss. Gardner, Duchesne. Ponga, rüber auf Nylander. Der hat halt Tempo. Der hat auch alles, was er hat. Carlson, Gretzky. Gretzky links, rechts gegen Blake, vorbei an Blake, Subban direkt in den Fanghandschuh. Gardner. Blake, Nylander, über auf Duchesne. Na, da rutscht er durch. Gretzky, drei Seitel. Ja. Plötzlich kommt er nicht durch. Nylander. Oh mein Gott. Das ist zu einfach. Ja, das ist zu einfach. Da muss ich aber sagen, ich finde es ein bisschen lächerlich, dass Pronga und Blake genauso schnell sind wie Dreisaitl und Kokagi vorne. Weil ich weiß aus sicherer Ding, dass Pronger ungefähr 82 Tempo hat und Blake hat mal 81. Also absolut keine Wahnsinnsleute, was Speed angeht. Gardner und Co. sind was anderes, aber wir haben halt hinten auch Leute, die definitiv schneller sind. Was ein Check, was ein Check. Und dann haben wir gleich die weiße Flagge aufhängen können. Superstar-KI hin oder her. Ja, anstatt dass er einfach durchläuft und einfach über den Haufen läuft, die Scheibe hat, nee, bleibt da hinter ihm stehen, Lemieux. Wahnsinn. Pronger, das war ein Fehler, Nylander. Gretzky einseits, sehr schön. Der war wichtig, der war wichtig. Das sind eigentlich die Herausforderungen, die wir machen müssten. Tic-Tac-Toe erzielen, lange Pässe spielen, Spinorama-Deeks, drei Stück, das ist machbar, nach einem Hintertorpass. Tore nach einem Hintertorpass erzielen, okay, Spiele gewinnen. Ja gut, die Spinoramas sind aber machbar mit den Spielern, die wir haben eigentlich. Boah, drei Seitel. Seitliches Übrigens, Panorama von Yossi. Mein Gott. Es ist der eigene Spieler, oder? Es ist der eigene Spieler, der uns checkt. In Anführungszeichen checkt. Oh mein Gott. Oh, zum Glück trifft er den nicht. Wie er den nicht trifft, habe ich keine Ahnung. Oh, schade.
und wieder. Also einmal ist eine Sache, weißt du? Aber zweimal ist halt schon... Hm. Da schluckt man halt dann irgendwann. Ich habe mit Gretzky keine Chance, egal welchen Politiker. Ich muss nachher den Standard probieren. Wenn wir mit Standard gewinnen, das wäre ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz. Nicht gezählt, weil nicht in der Nähe von einer Person war. Verliert am Ende die Scheibe. Mit der Wahnsinnsreaktion. Okay, Drittel ist aus. Ein Spinorama brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein Tor. Check. Oh, kommt mit der Scheibe aber da nicht raus, weil zwei Leute vor ihm am Boden. Vor ihm am Boden. Ja. Du holst dir die Scheibe und verlierst sie instant. Ja. Das ist doch so ein Witz. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch echt ein Witz. Wir haben es hier an der Bande. Pass auf. Wir werden gecheckt. Pronger fällt über meine Füße. Gardner fällt über meine Füße. So, und jetzt liegen beide am Boden. Und alles, was wir machen, schau mal, Gardner kann nicht vorbei. Und dann dreht sich Lemieux weg, so dass Gardner einfach weiterlaufen kann. Wenn Lemieux stehen bleibt, ist die Scheibe weg für Gardner. Die rollt weiter und hinten kann sie Josi aufnehmen. Nächste Szene, du gibst ihm den Check, okay. Gibst ihm den Poke-Check, holst dir die Scheibe, willst die Scheibe zurückholen und direkt zurück zum Gegner. Und dadurch kommt dieser Konter zustande. Das ist doch nicht dein Ernst. Die haben das Tor nur geschossen, weil wir ihnen die Scheibe zugespielt haben. Und zwar wortwörtlich zugespielt. Weil die Scheibe mal wieder nicht irgendwie, weiß nicht, ins, in den freien Raum geht, sondern wenn wir die Scheibe haben, einen Poke-Check machen, geht sie direkt zum Gegner. Und das Schlimme, was ich eigentlich gerade dran finde, das sind halt auch nur. Boah, Josi, gut gerettet. Das sind ja auch nur 85er Spieler oder so, weißt du? Das sind keine hohen. So wie 91 Gretzky, 91 Lemieux, nein. Das sind einfach normale Standardspieler. Das sind einfach die Bronze-Heldenkarten, mehr nicht. 50 Sekunden noch, kann sein, dass wir verlieren. Aber ich muss sagen, ich habe auf so einen Modus echt keine Lust. Wenn du die Deeks richtig machst, dreimal verlierst du die Scheibe, weil dein eigener Mann in dich hineinläuft. Was meiner Meinung nach immer noch absolut nicht sein kann. Schau dir das an. Schau dir das einfach die Scheibe auf mit Lemieux. Ich denke, den muss ich wieder Zuccarello spielen lassen. Der bringt da mehr Tempo rein. Bleib fünfmal an irgendwelchen Gebeinen hängen. Ach komm, das ist doch echt ein Witz. Schau dir das an! Es ist ein Witz, tut mir leid. Das ist einfach ein Witz. Das ist, wer ist es, der da schießt? Nylander. Der läuft hier, Achtung. Mein Schläger, der Poke-Check ist ein Witz, oder? So, und jetzt da, aus der Lage,
Ich weiß noch nicht mal, was Brodeur da hinten im Tor schon wieder macht, wenn ich das anschaue. Der steht so weit rechts, ja, pff, dass Nylander die Scheibe trifft, wundert mich tatsächlich aus dem Winkel nicht. Aber es ist einfach ein Witz, tut mir leid. Wir schießen uns auf der einen Seite die ja, nee. Die Seele aus dem Leib und auf der anderen, ja, ich hau einfach mal hin. Oh, ich treffe, geil. Ja, es tut mir leid. Das ist eine Nulpenmannschaft, die hier, ja, Glückwunsch zum Sieg, weil, who cares. Es ist ein bisschen, man muss schon ein bisschen schlucken im Moment bei NHL, muss ich ehrlich sagen. Also das letzte Update ist schön und gut, aber das Rating macht halt wieder gar keinen Sinn. Hab's in der Gruppe ja auch schon gesagt, in der Facebook-Gruppe, wie kriegst du gesagt, das Update? Technisch, spielerisch ist das Spiel wieder nach vorne gegangen, hat einen positiven Schritt nach vorne gemacht. Vom Rating her sind wir genau an demselben Scheißpunkt, wo wir die letzten Male auch schon waren. Es wird einfach gewürfelt davor. Weil wenn ein Silberspieler schneller ist als ein Goldspieler, stimmt irgendwas nicht. Ich meine, es kann vorkommen, dass ein Silberspieler schneller ist, aber dann fehlt es dem Silberspieler irgendwo anders. Aber das merkt man halt nicht. So, 3 gegen 3 International, Hutsammlung, Zeit- und Torlimit, wer zuerst 3 hat, gewinnt. Aufstellung erstellen. Und dann immer diese vorgefertigten Aufstellungen, Alter, das ist auch so nervig. So nervig, das ist wirklich nervig, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist wirklich nervig. Ach stopp, Leini passt daneben. Da ist nur zu fragen. Ob wir noch einen anderen Rechtsschützen haben, Lafleur statt die Ginder. Oh, Alter. Ladezeiten schlimmer als beim Witcher. Ja, dann gib mal die Spieler. Wahnsinn. Hier, den will ich haben. Danke. Und dann geben sie mir auch Spieler, die wirklich von den Spielern, die ich habe, mit die schlechtesten sind. The fuck? Das ist das, wo ich sage, es ist ja nett, dass sie uns die Mannschaften reinkopieren. Warum sie die 3 gegen 3 Overtime-Dinger nicht nehmen, verstehe ich sowieso nicht. Weil das wäre das Offensichtlichste bei 3 gegen 3. Dass du genau die 3 Overtime reinnimmst, die der Spieler eh schon vorgefertigt hat. Aber gut. Es ist, wie es ist. So, das ist unser Team. Auf geht's. Gegen CPU spielen, ein Spiel. Wird interessant. Muss aber jetzt auch dazu sagen, dass es ein Spielmodus ist, der mir wahrscheinlich besser liegt als der andere. Meines 5 gegen 5 ist schön, aber vorhin, das war ein 86er Durchschnittsrating. Dass die Bronzespieler vielleicht manchmal schneller sind als unsere, okay, lasse ich mir eingehen. Aber wenn ich dann halt sehe, dass Blake und Pronger genauso schnell sind, ohne Synergien, wie Dreiseitel, Lemieux und Gretzky, dann stimmt irgendwas nicht. Weil Blake hat 81 Tempo und 81 Beschleunigung und Pronger hat 82. Hä? Das sind 7 oder 8 oder mehr Unterschied. Bin auch gespannt, was sie mit dem Outdoor-Event machen mit Lake Tahoe, weil normal könnten sie das locker ins Spiel einbauen. Ich laufe auf einen Check hinzu. Achtung. Sehe ich, dass ich den Check nicht kriege, mach den Poke-Check jetzt. Achtung, achtet mal auf den Schläger. Schläger auf Schläger. Für was mache ich denn dann einen Poke-Check, wenn der Schläger durch den Schläger durchfliegt?
Also ich lasse es mir hier eingehen, wenn es einmal passiert. Aber jetzt in zwei verschiedenen Spielen zweimal denselben Scheiß geht mir ein bisschen auf die Nerven. Muss ich ehrlich sagen. Und wieder. Jetzt haben wir ihn getroffen, die Scheibe. Aber davor wieder. Ist einfach durchgegangen. Und Leini ist jetzt doppelt so schnell. Ach komm, hör mir auf. Leini ist dann doppelt so schnell wie Carlsson, weißt du? Aber gegen... Vor allem Leini hat auch nur 89 Tempo. Er ist genauso schnell wie die anderen. Hat aber dann plötzlich kein Problem, dass er Carlsson abhängt. Feinjustiz stimmt vom Tor nicht. Die Feinjustierung, die macht uns ein bisschen Probleme. Drei Seiten. Schöner Check von Keller. Den Check werfen wir hinterher, Lafleur. Jawohl, können wir genauso 1-1. Mit Vartanen hier noch offensiven eigentlich. Was das... Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Ich schau jetzt einfach zu, schau, was passiert und dann sehen wir schon, was passiert. Aber das ist... Wenn ich jetzt halt sehe, wie Vartanen in den Pass spielt, Rechtshänder mit dem Körper zur Mitte des Feldes und schafft es nicht, dass er diesen einfachen Pass da hinten zum Spielerkollegen spielt, da kriege ich schon wieder Krise innerlich. Weil da absolut keine Herausforderung da war, dass er einen normalen Pass zum Mitspieler spielt. Absolut keine. Pfosten, schade. Aber man muss sich an den kleinen Dingen erfreuen. Font und Raquel. Interessante Reihe. Ja, wollte gerade sagen, dass Lemieux schneller ist als Thornton, machte nur Sinn. So, und wo ist jetzt Josi? Bleibt einfach mitten im hinteren Feld einfach mal stehen, weil wieso nicht? Stark. Da liegen einige. Lemieux, oh, kriegt ihn nicht rein. Check von hinten zu Corello. Von Thornton. Josi, jetzt vielleicht mal. Leini mit dabei. Ja, 2-1. So. Match Puck. Was müssen wir eigentlich machen, by the way? Tor mit einem Toe-Dragger ziehen werden. Gretzky. Leini. Gretzky ist nicht drin. Zweiter Versuch. Oh, Lundqvist sitzt drauf stark. Oder? Jetzt nach Vartanen. Hat 91 Tempo. Gegen Günzel. Gegen Basis Günzel. Ja, nee, ist klar. Drei Seitel. Hämmert ihn an die Latte. Nein. Ja, probiert es mit der Rückhand.
Wir haben alle sagen können, dass das keine Bombenidee ist. Clayton Keller. Künzel. Oh Mann. Chance, Brodeur verhindert. Und jetzt sind 2-3 auf. Ja, Gretzky, geh doch mit. Was macht Gretzky denn wieder? Statt dass er einfach mitgeht. Nee, bleibt mitten im Feld stehen. KI-Denken von einem fucking Affen. Oh, Karlsson hätte den freien Laufweg gehabt. Check, poke, check. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Oh, schade, jetzt hat man gar gehabt. 2-1 gewinnen am Ende ohne Hattrick. 38.000 Punkte, das reicht für ein weiteres Level. Aber ich muss sagen, also letztes Mal beide Events mehr Spaß gemacht als dieses Mal. Ich verstehe nicht, warum sie manchmal immer 2 Threes-Events drin haben und ein 1-5 und also 2 Threes-Events und dann die Woche drauf wieder 5 und 3 gegen 3. Warum machen sie nicht dauerhaft ein Threes-Event rein und dann wechseln sie ja ab 3 gegen 3 und 5 gegen 5? Verstehe ich nicht. Aber gut, ja, Belohnungen wie immer gehen mittlerweile höher. Es gibt mehr am Ende. Ja, aber wie gesagt, bin jetzt da kein wahnsinniger Fan bisher. Von diesen 2 Eventen gerade. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt schon mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Hut Ultimate Team. Morgen dann gegen das Team of the Week. Und ich hoffe, dass wir dann gewinnen können. Bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.